Vorher lesen wir noch Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Cyberware, Anwendung und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripper-Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Trauma-Team gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil des Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenig Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die Folgen am häufigsten vor. Folgen am häufigsten. Erstens Immunreaktion. Der Körper stoßt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie mögliche Störungen der Tag-Schaltkreise führt. Zweitens psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn herzuführen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg Sucht induzierender Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Wetten. Kennt ihr die Flintstones-Folge, wo Fred Feuerstein glücksspielsüchtig wird? Ist eine komische Folge von den Flintstones. Aber da läuft er dann die ganze Zeit rum und sagt Wetten, wie so ein Huhn. Und da muss ich immer dran denken, wenn ich Wetten lese. True Story. Implantate über Abhängigkeit. Also Implantatüberabhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchten, ihre Kuroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten von Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun und uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren oder unsere gesamten Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unseren besten Interessen entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Puh. Okay. Was war das? Ah ja, aber hier haben sie auch... Ich glaube, das ist wirklich nur die Nacktheit, die hier durch die Tücher zensiert wird. Wahrscheinlich geht es nicht um die Gewaltdarstellung. Da haben sie sich ein bisschen leicht gemacht, ne? Ich meine, der Frau in der Badewanne haben sie halt einfach ein BH angezogen. Ich weiß nicht, warum das bei den Leichen nicht auch gehen würde. Aber wurscht. Es macht schon Unterschied, finde ich, so von der Stimmung her. Weil wenn hier auf einmal verstümmelte Leichen sind, begegnet man den Gegnern, finde ich, schon anders, wie wenn das alles so abgedeckt ist. Weil dadurch wird es ein bisschen verharmlost und man hat nicht mehr so das Gefühl von, oh mein Gott, was für unglaubliche Metzger-Arschlöcher. Und ne, hat gleich eine viel bessere Rechtfertigung, irgendwie gegen die so massiv vorzugehen, finde ich zumindest. So ging es mir zumindest bei meinem ersten Playthrough. Die Leute empführen und die, ne, auszunehmen, quasi im Grunde Organhandel, nur halt Cybertech-Handel eher. Naja. Okay, lesen wir das auch noch, aber dann ist Schluss. Notfälle auf Abruf.
Wie konnte das passieren? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist, ein Luxusartikel? Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billige Traumateamversicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der privaten Gesundheitsversorgung ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Bereits im Jahr 2020 bestand weite Einigkeit, dass 500 Euro-Dollar pro Monat ein fairer Preis für eine Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man sich verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja keine Alternative, dachten wir. Bullshit! Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick in die UdSSR, wo es ebenso hochspezialisiertes medizinisches Personal, Neurochirurgen, Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzählig mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind, haben die auch. Wo also liegt der Unterschied? Darin, dass sie ihre Leute nicht auf den Straßen, in Läden und in ihrem Zuhause beim Sterben liegen lassen. Sie zwingen niemanden dazu, das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie, es ist die Realität. Auf der anderen Seite stehen Traumateams, dass eine Versicherung sowohl als potenzieller Patient als auch potenziellen Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kasse spült, zum Beispiel in Form von Organ- und Implantat-Weiterverkauf. Nur ist hier der Gewinn deutlich niedriger. Ein Notfalldienst kann es sich nicht leisten, seinen Manager Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden Sie jetzt entgegnen, dass medizinisches Personal doch immer auch vom Hippokratischen Eid geleitet wird. Ich bitte Sie. Das stimmt. Okidokli. Ah ja. Euro-Dollar. Snöjökull. Still. Ich schätze das Wasser. Vielleicht den Zustand Hydration, der die maximale Ausdauer erhöht. Chunk. Es gibt in dem Spiel so viel zu looten. Es ist schön irgendwie. Aber gleichzeitig denke ich mir manchmal, ach komm, ich will weitergehen. Aber dann denke ich mir, jetzt schauen wir vielleicht doch nochmal da nach hinten, weil eventuell steht da noch eine Flasche Abydos Classic. Und dann wäre es schade drum, wenn wir die einfach stehen lassen. Okay, komm, los geht's. Halt! Aber so geht's auch wieder nicht, ne? Die leere Sprühdose nehmen wir schon mit. So, lass mich mal kurz ins Menü schauen. Können wir uns eigentlich schon umziehen? Ich bin mir gar nicht sicher. Unser Charakter sieht so toll aus. Haben wir... Nee, wir haben keine bessere Waffe aktuell. Zumindest nicht vom Schaden pro Sekunde her. Aber wir können auf die Waffe, die wir haben, ein Visier bauen. Minus 0,02% Zeit für Zielen. Wow, 0,02%. Das ist nicht sehr viel. Und plus 0,18 Reichweite. Was? Meter? Pixel? Naja. Okay. Eine Mütze können wir aufsetzen. Nein, können wir nicht, weil dafür brauchen wir mindestens Level 2. Na gut, aber bald können wir die Mütze aufsetzen. Hey, ich habe doch so viel Klamotten gefunden, dachte ich. Oh ja, hier, die werden uns nur nicht angezeigt irgendwie. Yeah, ein blutiges Tanktop, das wir gerade einem von uns erschossenen Kerl abgenommen haben. Was will man mehr? Ich gehe wirklich ganz strikt nach
nach Werten. Und wenn wir noch so bekloppt aussehen. Eigentlich je bekloppter, desto besser. Also was soll's. Okay, cool. Mehr haben wir nicht. Ich dachte wirklich, wir hätten mehr. Ganz ehrlich, mehr Sachen gefunden. Ich rüste mal noch hier diese Tech-Schrotflinte aus als zweite Waffe. Tech-Waffen sind meistens was Besonderes. Insofern, ich weiß jetzt gar nicht genau. Steht das da irgendwie? Kann aufgeladen werden, um einen besonders durchschlagskräftigen Schuss abzugeben. Ich habe nämlich Thermalschaden. Ich habe nämlich mit meinem Singleplayer, ich sage immer Singleplayer, mit meinem privaten Charakter ein Scharfschützengewehr, ein Tech-Scharfschützengewehr gefunden. Mit dem kann ich durch Wände, durch Gegner erfassen und erschießen. Das ist so gut. Deswegen mag ich Tech-Waffen. Ich bin mir nicht sicher, ob das grundsätzlich im Spiel so bleibt. Aber meiner Erfahrung nach sind Tech-Waffen ziemlich gut. Naja. Ich finde auch das ganz gut, dass ich weiß ja nicht, ich spiele nicht viel Shooter. Ich weiß nicht, ob das Standard ist. Aber ich habe das bisher nur in diesem Roboterspiel Generation Shiro gesehen. Aber dass man zweimal die Waffenwechseln-Taste drückt, um die Waffe wegzustecken, finde ich sinnvoll. Ich kenne das noch aus älteren Shootern, dass man dann irgendwie eine andere extra Waffe-Wegsteck-Taste hat. Und das finde ich doof. Du solltest Wakako anrufen. Sagen, der Job ist durch. Wakako anrufen. Telefonmenü. Wakako Okada. Ein Life-Coach kann ich auch anrufen. Jetzt noch. Den rufen wir nachher auch mal an. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Achso. Ich muss reden. Natürlich ist sie das. So war's doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Aber... Die dauernd irgendwie aktuelle politische Themen aufgreifen und dann sagen, nein, unsere Spiele sind nicht politisch, das ist Ubisoft. CD Red Projekt hat nie behauptet, dass ihre Spiele unpolitisch sind. Angeblich hat das NCPD ganz Watson. Ist gestartet. Ja auch albern. Wenn wir heute in unseren Betten. Überlass mir das mal so. Ich fahre. Ich wollte mich eigentlich ducken und habe, glaube ich, meinen Dialog versehentlich übersprungen. Nur wegen den Handschellen. Ich will auch fahren. Warum dürfen wir mit dem Charakter... Also wenn man so einen Firmenmufti nimmt, darf man echt lange nicht Auto fahren. Finde ich schade. Hey, können wir uns noch kurz ein bisschen hier hinhauen, bevor wir fahren? Ich bin echt sleepy. Ein absolut perfekter, ungegessener Hotdog. Hast du Hunger? Nee, okay. Ja, dann hauen wir ab. Los geht's. Hey, warte mal, ganz kurz. Wir sind, glaube ich, gerade aufgestiegen, oder? Nee, unsere Street Credibility ist aufgestiegen. Ich weiß immer nicht so hundertprozentig, was das eigentlich genau bringt bis jetzt. Aber unser Level ist nicht aufgestiegen. Na gut. Dann nix wie los. Das weiß ich nicht. Also, ich glaube, Ubisoft ist da schon Spitzenreiter drin. Statt wie jeder andere. So größer. Nein. Nicht wie jeder andere. Andy Whelan. Adam Smasher. Und hier kommen Legenden. Ich hab verhungert. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt ja. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Mann hinter uns verfolgt uns. Ja, doch. Das
Waffe ziehen. Waffe wegstecken und wieder setzen. Was? Ach so, genau. Alle Beifahrer, das stimmt auch, können aus dem Fenster schießen. Dann machen wir das. Ja, auf wen soll ich denn schießen? Der Van ist leer. Wir haben gewonnen, glaube ich. Durchgespielt. Ende gut, alles gut. Ich versuch's ja. Der Fahrer hatte Loot für uns. Nein. Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, Lee. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Ein Walker und nicht, ich meine nicht den Texas Ranger. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Okay. Dann mal los. Dann. Einen schönen Abend wünsche ich. Das ist aber nett. Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie. Ich finde, dass er eigentlich immer ziemlich nett ist. Er ist ein netter Kerl, also wirklich. War doch gerade Cyberpunk-Werbung? Nee, ich glaube nicht. Sah im Augenblick so aus. Guck mal, da gibt's auf dem Maul. Sieht nicht wie eine normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Die kommen auch, wenn man selber ein bisschen aus dem Ruder läuft. Sollte man nicht machen. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Ah, ich spiel wieder den netten Jackie. Sollte ich unser Auto so anhören? Oder was machst du da? Süße Träume wie...
Ich hatte in letzter Zeit wirklich anscheinend Bitrate-Einbrüche, leider. Ich hoffe einfach mal, dass es besser wird. Ich kann nichts machen. Grüß Misty von mir. Werde ich. Hi, Luego. Level up! Jetzt haben wir wirklich ein Level up. Jetzt können wir unseren Charakter hochleveln und neue Klamotten anziehen. Das ist gut. Unsere Mütze. Unseren Hut, den wir gefunden haben. Stabiler Stroh-Trilby. Passt super zu einer Sonnenbrille und einem faulen Tag am Strand. Na, wir haben zwar keine Sonnenbrille und auch keinen Strand. Aber passt auch gut zu einem blutigen Schweine-Tanktop, finde ich. Meine Güte, sind wir hübsch. Wir sollten eine Nahkampfwaffe ausrüsten. Aber wir haben gar keine Nahkampfwaffe. Na dann. Sind wir hübsch. Jetzt gerade bin ich froh, dass das ein First-Person-Spiel ist. Ach so, genau. Charakteraufstieg. Jetzt passt auf. Reflexe, Handfeuerwaffen, Klingenwaffen. Ja, ja, da will ich hin. Gewehre, das nehmen wir. Kann ich jetzt hier... Ich glaube nämlich, die Sachen levelt man hoch, wenn man sie benutzt einfach, ehrlich gesagt. Aber das habe ich ehrlich gesagt noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Jetzt leveln wir mal unsere Reflexe hoch mit unserem Attributpunkt und dann können wir jetzt hier drin noch in den Kategorien Gewehr, Handfeuerwaffen und Klingen spezielle Moves lernen. Wie zum Beispiel verringert die Zeit zum Zielen mit Gewehren und Schielenpistolen um 10%. Ist der Loot zufällig? Das weiß ich leider nicht. Das kann ich nicht genau sagen. Darf ich... Warte. Kann ich schon sagen. Ich hatte nämlich mit meinem Hauptcharakter nach der Tutorial-Mission sehr andere Objekte. Also ja, der Loot ist zufällig. Sind die Hänger gerade sehr schlimm eigentlich? Weil ich habe wirklich ständig Einbrüche mit der Framerate. Ich starte sonst mal neu, wenn es sehr stark nervt. Ich schaue gerade meinen Kontrollstream und da stockt es wirklich dauernd. Ne? Das ist ein bisschen doof. Ich befürchte, ich kann halt nichts machen. Ich befürchte, das ist unser Internetanbieter, der da schuld ist. Aber wenn ich hier meinen Kontrollstream angucke, dann ruckelt es gerade ganz schön krass, oder? Ja, ich sehe es schon. Na gut, dann starten wir den Stream schnell komplett neu. Machen wir schnell 5 Minuten Pause, ungefähr. Und dann gehe ich einfach wieder nochmal neu online. Ich starte den Rechner komplett neu, starte das Modem vielleicht auch neu. Ist vielleicht keine blöde Idee. Dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Okay, ich glaube, wir sind wieder da. Und ich glaube, die Bitrate-Einbrüche sind mitgekommen. Schade eigentlich. Na, schauen wir mal. Hilft nichts. Hoffen wir, dass es einigermaßen stabil läuft oder dass es wieder aufhört einzubrechen. Bis dahin. Machen wir jetzt mal. Weiter. Ne, gerade scheint es zu funktionieren, oder? Okay, gut. Also, schauen wir mal, was wir hier haben. Gewehre, jetzt müsste man sich fast schon ein bisschen entscheiden, ob man sich auf Gewehre, Handfeuerwaffen oder Klingen spezialisieren will. Hi, The Cludo! Wie geht's? Wie gut oder schlecht läuft's bisher? Sehr gut, weil ich auf der PS5 spiele und da läuft das Spiel halt wirklich perfekt eigentlich. Insofern, genau. Aber ansonsten alles gut. Also, die Frage, Handfeuerwaffen, Gewehre, Klingen, ich weiß es selber nicht. Klingen finde ich grundsätzlich, glaube ich, cool. Ich glaube, ich will so ein Cyber-Ninja-Samurai, besser gesagt, ein Cyberpunk-Samurai werden. Aber ansonsten wahrscheinlich eher Gewehre wie Handfeuerwaffen, glaube ich. Lesen wir mal durch, was die Skills überhaupt so bringen. Verringert die Zeit zum Zielen mit Gewehren und Maschinenpistolen um 10%. Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinengewehren um 10%.
Erhöht den Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3%. Moment mal, was? Warum sollte ich die um 3% erhöhen, wenn ich sie auch um 10% erhöhen kann? Hä? Nice, bei einem PC-Streamer, bei dem ich geschaut habe, hat es am laufenden Band nur Bugs gegeben. Bei mir ist das Spiel auch privat, als ich es gespielt habe, zweimal schon total abgeschmiert. Also leider, ne, aber ja. Ansonsten, wenn es läuft, läuft es eigentlich. Schnelle Nahkampfangriffe mit Gewehr ist mir egal. Erhöht die kritische Trefferchance mit Gewehren und Maschinenpistolen. Verursacht mit Gewehren und Maschinenpistolen 20% mehr Schaden bei Gegnern, deren Gesundheit über 50% liegt. Und ich schätze mal, bei Handfeuerwaffen sind die Skills ähnlich. Genau. Bei Klingen im Endeffekt wahrscheinlich auch, oder? Wir haben jetzt momentan nur eine Handfeuerwaffe, aber ehrlich gesagt will ich mich, glaube ich, eher wirklich auf Gewehre spezialisieren. Also machen wir mal 10% mehr Schaden mit Gewehren. Ah, beim Zielen. Das ist ein wichtiger Unterschied, nur wenn ich damit ziele, aber das ist cool. Und hier 3% Schaden immer. Okay, ich verstehe. Na gut. Gehen wir heim. Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Möge er gepriesen sein, unser Vater im Himmel. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip-In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, hat der ein Kreuz auf die Stirn gebrannt. Wir werden über das Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Gucken wir uns das mal an. Sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich in einem... In einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. Unsterblichkeit? Wahnsinn, wirklich? Das ist richtig. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen, damit ihre heimatlose Seele zügig ein neues Zuhause findet. Diese Person wird nie von ihrer Seite weichen und ihr Bewusstsein für immer als Gefährte begleiten, ganz egal, wohin sie auch geht. Mein armes Kind, denken Sie bitte darüber nach, was Sie sagen. Dieser Relic, das ist eine Abscheulichkeit, die sich allein von menschlichem Elend ernährt. Er ist ein unnatürliches Bildnis, ein goldenes Kalb, erschaffen durch falsche Propheten. Arasaka spricht von dem Erhalt menschlicher Seelen, aber sie versprechen euch nicht mehr als einen herz- und geistlosen Algorithmus, der mit der Stimme der Verstorbenen spricht. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Sie wird bestimmt jeden Preis zahlen, solange es ihnen diese Illusion verschafft, die sie Unsterblichkeit. Nun, es stimmt, dass Arasaka den Zugriff auf den Relic momentan gezielt beschränkt hat, doch natürlich... Ihr Versprechen ist eine Lüge, eine fiese Lüge, getrieben von... Wir sind ein paar Dialoge abgehakt. Genau der Richtige. Ich muss doch sehr bitten. Falsche Versprechungen, Gier und der Hunger nach Macht klingt stark nach Ihrer Institution, wenn Sie mich... Wie können Sie es wagen? Versprechen Sie nicht ein Leben nach dem Tod? Verlangen Sie keine Beerdigungsgebühren von trauernden Familien? Vielleicht hat der Pastor ja nur Angst vor ein bisschen gesunder Konkurrenz. Wie bitte Konkurrenz? Sie glauben, dass alles in dieser Welt Probleme... Das ist nicht schön synchronisiert hier gerade. Und das ist doch unser gutes Recht. Wir können künstliche Gehirne konstruieren und sogar neues Bewusstsein erschaffen. Aber ich frage Sie, wieso? Was gibt uns das? Sind wir als Menschen auf dieser Erde dadurch ansatzweise glücklicher? Dieser Relic soll uns Ewigkeit schenken. Aber alles, was ich sehe, ist eine Ewigkeit voller Leid. Statt uns zu verabschieden, quälen wir uns mit dem Klang ihrer Stimmen, ihrer Anwesenheit. Was sagen Sie dazu? Wer hat recht? Ist es Miss Lee oder vielleicht auch eher Pastor Culver? Es liegt allein an Ihnen.
Schicken Sie Komva oder Lee an die 7892, um abzustimmen und erhalten Sie außerdem die einzigartige Chance auf Tickets für die diesjährigen Playoffs. Bis zum nächsten Mal, Night City. Bis bald. Also wirklich komisch, ne? Das ist nicht sehr schön synchronisiert hier gewesen. Nicht sehr synchron mit Lippen und Handlungen und dann so abgehackt immer wieder. Ganz komisch. Ganz komisch. Naja. Aber nett, dass es so ganze Sendungen und auch Radiosendungen gibt, die man so nebenbei gucken und hören kann. Wenn man will. In den Spiegel schauen. Oh, seit wann haben wir eine Glatze? Was ist denn jetzt los? Da gucken wir aber mürrisch. Ja, wo sind unsere schönen Haare hin? Okay, nicht mehr in den Spiegel schauen. Warum haben wir keine Haare? Ah ja, hier haben wir unsere Haare. Yeah, haben wir schon so eine Stylo-Tolle und dann... Also wirklich, nimmt uns der Spiegel unsere Haare weg. Vielleicht hat der Röntgen Kopfhaareinstellung irgendwo. Müssen wir wahrscheinlich ausschalten. Kopfhaar ausblenden wahrscheinlich irgendwo. So, duschen. Moment, duschen wir jetzt gerade mit unseren Klamotten? Ja. Ja, machen wir. Ich meine, es ist effektiv und so, ne? Wer weiß, wie das im Jahr 2077 läuft mit Duschen. Spülen können wir auch gleich. Ab ins Bettchen. Schauen wir mal, was hier noch... Moment, ich soll... Meine Mission ist... Ach so, optional, wirf einen Blick in dein Waffenlager. Das machen wir, glaube ich. Aber erst nehme ich mal Bolschewik-Wodka und Real Water Still. Hä? Das sieht aber nicht aus wie Real Water Still. Ach so, hier. Neue Braindance-Veröffentlichung. Lesen wir mal. Braindance, das erfährt man, glaube ich, von der Story her erst ein bisschen später. Aber das kann ich schon mal so ein bisschen erklären. Das sind im Grunde so... direkt ins Hirn gespeiste Filme, die man aus der First Person erlebt, mit allen Emotionen und Eindrücken des Originalerlebenden. Die werden zum Teil wie Filme quasi wirklich produziert, also Hollywood-standardmäßig, aber manche auch so Snuff-Film-mäßig oder so. Pornos natürlich auch. Was geht, BD-Verrückte? Habt ihr Bock auf einen echten Emo-Rush? Dann werft einen Blick auf das Neueste, was der BD-Markt zu bieten hat. Fremdkörper. Der Körper ist alles. Es gibt nichts anderes. Er ist du, aber er ist auch das Werkzeug in deinem Kopf, mit dessen Hilfe du mit der Welt interagierst. Aber was passiert, wenn dieses Werkzeug ein eigenes Leben führen will? Was, wenn es versucht, dich zu töten? Zwar wird dem Thriller-Genre... mit diesem Werk nichts Besonderes Innovatives hinzugefügt. Dennoch ist dieser Braindance mit Luke Poller in der Hauptrolle ein solider Emo-Ritt. Die Angst vor selbstdenkenden Implantaten stammt aus Zeiten, da Piraten noch auf Holzbeinen und durch die Gegend liefen. Okay, vielleicht etwas übertrieben. Deshalb existiert das Klischee sowohl im Film als auch BDs und urbanen Legenden. Dennoch weiß Fremdkörper einige der besten Elemente des Genres anzuwenden und genügend neue Inhalte einzusetzen, um das Ganze interessant zu halten. Schließlich sieht man die Welt nicht jeden Tag aus der Perspektive eines empfindungsfähigen Arms. Maxwell's Rehab. In dieser BD-Session sind Horrorstreifen überall. Doch dieses Werk hebt sich von der Konkurrenz ab. Hey, danke fürs Subscriben. Ditz. Freut mich. In dieser BD-Session sind Horrorstreifen überall. Doch dieses Werk hebt sich von der Konkurrenz ab. Der stets phänomenale Maxwell Ramirez ließ sich an den Rand der Cyberpsychose treiben, damit wir seine Rückkehr zur Normalität erleben können. Der Titel suggeriert einen gewissen Optimismus, aber lasst euch davon nicht beirren.
Ihr durchlebt Maxwells Absturz in die Psychose, das gebrochene Herz seiner Frau und die schrittweise Rückkehr in eine Welt, die sich nur wenig von der unterscheidet, die er verließ. Dieser BD ist das Event der Saison, aber Vorsicht, nichts für schwache Nerven. Aber dann hat sich dieser Schauspieler quasi, dieser Maxwell Ramirez, damit man wirklich quasi, aber BD steht doch für Blu-ray-Disc, damit man quasi dann wirklich diese Emotionen echt erleben kann, wirklich in eine Psychose begeben. Quasi, oder wie funktioniert das? Kann Schauspieler Emotionen, der müsste die in sich selber fälschen, damit man die nachfühlen kann mit so einem Braindance. Naja, gut. Badlands Raid, endlich ein BD für Leute, die auf leichtere Kost stehen. Badlands Raid ist das Remake des Klassikers aus dem Jahre 2023, der für die damalige Zeit bahnbrechend war. Für diejenigen, deren der Titel nicht sagt, die Geschichte dreht sich um einen durchschnittlichen, langweiligen Typen, der versehentlich einen Nomadenüberfall auf einen Cedar-Tech-Konvoi stört. Mehr verrate ich nicht. Denn obwohl der Streifen 57 Jahre alt ist, kennen die meisten Leute von heute das Ende nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, dass die Macher des Remakes die Story ein paar moderne Elemente hinzugefügt haben, die sowohl den Fans des Klassikers als auch Neulingen gefallen werden. Ende Gelände Popende. Anscheinend sind wir ein ziemlicher Fan von No Life 3. Why not? Na gut, gehen wir in unsere Waffenkammer. Lager öffnen. Ah, da haben wir unsere Startklamotten drin und könnten hier quasi Sachen lagern. Das ist gut. Aber ehrlich gesagt will ich von dem ganzen Zeug, das wir jetzt haben, nichts lagern. Aber ich nehme mal unsere Klamotten raus, weil entweder ziehe ich die an, aber ich glaube, die sind schlecht. Deswegen verkaufen wir die dann irgendwo mal. Aber wir können sie uns mal anschauen. Ach schau, hier habe ich noch gar nichts anderes. Dann ist die Jacke das Beste, das wir haben. Und passt gut zum Rest. Gefällt mir auf jeden Fall schon besser als unser blutverschmiertes Tanktop, das wir irgend so einer Leiche runtergezogen haben. Das wir übrigens jetzt auch nicht mehr brauchen. Mensch, die Klamotten sind gar nicht schlecht, die wir hatten. Im Vergleich zu dem, was wir haben. Seltsam. Warum hat sich unser Charakter überhaupt umgezogen? Vergiss nicht, dass du ein Tragelimit hast. Das stimmt. Aber momentan sind wir da noch relativ gut dabei. Und man kann zum Glück Waffen in seinem Inventar jederzeit zerlegen, damit man die nur noch in Teile umarbeitet. Und ich glaube, hoffentlich, dadurch werden sie leichter. Können wir eigentlich mal testen. Wir sind jetzt bei 47. Und jetzt zerlege ich mal ein paar Waffen, die wir sicher, ziemlich sicher nicht brauchen werden. Wie geht das? Ah ja. Ja, und wir werden so leicht wie eine Feder und kriegen ungewöhnliche Komponenten dafür. Was will man mehr? Naja, okay, cool. Dann gehen wir jetzt endlich ins Bettchen. Erster Akt. Oh, Telefon. Oh, wie? Hast du überhaupt geschlafen? Egal, steh auf. Ich glaube, ich habe mir was eingefangen. Beim Verlinken mit dem Konzern Biomon. Irgendein Neurovirus, oder? Ich muss zu Vic. Soll er mir sagen, warum mein Kopf und Magen eine Party feiern? Okay. Ich fahr dich. Hab deine Karre dabei. Zieh dir was an, ich warte unten auf dich. Okay, cool. Wir haben uns was angefangen. Hey, wie? Hier ist Regina Jones. Wenn du Arbeit in Watson suchst, ruf mich an. Woher weißt du, dass ich hier bin? Und wer ich bin? Ich weiß, wie man an Infos kommt. Wie eine Art Sammlerin.
Bis dann, wie? Ja, wo soll ich jetzt hin? Auch ein interessanter Style. Komm schon, du Scheißteil! Oh, was haben wir denn hier? Eine leere Sprühdose und ein Plektrum. Na, falls wir mal Gitarre spielen wollen. Braucht ihr das dann nicht mehr, dann würde ich es mitnehmen. Leider kann ich es nicht anvisieren. Ein Stacheldildo. Na gut. Ich weiß nicht, ob ich einfach irgendwelche komischen Dildos von der Straße aufheben würde. Aber kann man halt verscherbeln an irgendwelche Schrotthändler. Na dann. Die besten 5 Arbeitgeber in Night City. 2077. Auch dieses Jahr veröffentlichen wir wieder unsere Liste der 5 größten und besten Konzernarbeitgeber in Night City. Wer bietet bezahlten Urlaub an? Wer gönnt Angestellten eine Traumateamversicherung? Wer gibt Mitarbeitern Vergünstigungen für die Kinderbetreuung sowie die Anstellung von Familienleibwächtern? Schaut euch jetzt das Ranking an. Erstens, Arasaka. Bei denen war ich bis vor kurzem anscheinend. Eben. Erstens, Arasaka. Auch dieses Jahr wieder auf dem 1. Platz ist das riesige japanische Zaibatsu. Mitarbeiter können erwarten, mit der neuesten Cyberware ausgestattet zu werden und das bei einer Loyalitätspflichtung von nur 20 Jahren. Militech, der amerikanische Firmenriese, bietet seinen Angestellten einen Rabatt von bis zu 50% auf alle Militech-Waffen. Mit einem solchen Wahnsinnsangebot kann man die ganze Familie an Weihnachten ein MK31 unter den Baum legen. Hey, aber irgendwie werden die Fragen, die im Einleitungstext gestellt wurden, überhaupt nicht beantwortet von dieser Liste. Aber gut. Biotechnica. Die Bronzemedaille geht 2077 an Biotechnica, weil das Unternehmen bis zu 6 bezahlte Urlaubstage im Jahr anbietet. Ja, ja geil. Ich glaube, ich wäre auch lieber ein Nomade in diesem Universum. Kangtao. Chinas größter Technologie- und Waffenhersteller verwöhnt seine Mitarbeiter mit einer Goldmitgliedschaft beim Traumateam, damit ihr euch in den 50 Jahren eurer Loyalitätsverpflichtung keine Minute lang Sorgen um eure Krankenversicherung machen müsst. Fünftens, Night Cops. Auch wenn diese regionale Firma bei Ehrgeiz und Budget natürlich nicht mit dem größten internationalen Konzern mithalten kann, ist sie dennoch unglaublich großzügig zu ihren Mitarbeitern. Night Cops hat es in unsere Top 5 geschafft, als der Konzern vor kurzem angekündigt hat, die wöchentlichen Mindestarbeitszeiten auf nur 80 Stunden zu reduzieren. Der ideale Arbeitgeber für jeden, der gerne mehr Zeit mit der Familie verbringen will. Ich frage mich, ob das Kommentare der Entwickler sind, die an dem Spiel gearbeitet haben, weil ungefähr so sah für die Lebensrealität aus, während die an Cyberpunk gearbeitet haben. 80 Stunden Wochen und keinen Urlaub. Und dann auch noch irgendwie... Ne. Ja. So ist das. Okay, was? Ich kann hier gegen den Roboter boxen, oder wie? Woher hast du den Fred? Von der Straße. Hat mich mit seinen großen Augen angeguckt, da habe ich ihn mitgenommen, gefüttert, was angezogen.
Nein, im Ernst. Ist ein Militärbad. Echtes Schnäppchen. Ein guter Joom hat ihm ein paar Upgrades verpasst und das war's. Na, wie geht's so? Der Kampf geht gleich los. Willst du keine Notizen machen? Melon gegen Hernandez. Nein, unser Kumpel hier guckt kein Fern und redet auch nicht. Er lässt lieber seine Fäuste sprechen. Los geht's. Füße bewegen. Und den Kopf auf. Jackie arbeitet, wartet zwar unten auf uns, aber ist okay. Wo ist er hin? Reflexe waren auch mal besser. Sowas lässt sich beheben. Mit Kerenzikow sollte es gehen. Dafür sind mir meine Eddies zu schade. Ist an der Zeit, einen Gang runterzuschalten. Du hattest was von Kämpfen gesagt. Ich habe deine Technik im Ring gesehen. Du hast einen guten Instinkt und bist auf Zack. Kannst es weit bringen. Vor allem gechippt. Diese Kämpfe sind nicht wirklich legal, aber ziemlich lukrativ. Lukrativ für wen? Dich oder mich? Für uns beide. Ich bekomme einen kleinen Anteil des Preisgelds. Als Agent eben. Der Rest gehört dir. Klingt fair. Wusste ich's doch. Gute Instinkte. Kämpfe gibt es an verschiedenen Orten in der Stadt. Du gehst hin, setzt deine Eddies und schwingst die Fäuste. Gute Nacht. Wenn's, gehört der Pott dir. Schaffst du es, jeden Kämpfer zu besiegen, kannst du ins Finale einziehen. Alles klar? Alles klar. Gut. Naja, du wirst dich aber erstmal durch Watson kämpfen müssen. In Kabuki fängst du an. Ich glaube an dich. Zeit, der Stadt zu zeigen, was du drauf hast. Okay. Ich würde gern das da aufheben, Mensch. Ah, hier. Dr. Chaos und Radon. Ist Radon nicht ein Godzilla-Monster? Dr. Chaos und Radon. Einführung. Die Battery Sphere oder die Battery Sphäre anscheinend ist in Bedrängnis. Die Iranianer haben fast die halbe Stadt besetzt. Sie und ihre Techno-Rattenplage haben fast alle Bewohner in eine Horde hirnloser Zombies verwandelt. Die Battery Arena ist zum letzten Widerstandspunkt gegen die Invasoren vom Planeten X geworden. Es scheint, das Ende ist unvermeidlich. Jedenfalls bis das legendäre Super-Söldner-Paar nach jahrelanger rätselhafter Abwesenheit genau im richtigen Moment eintrifft. Inmitten von Zigarrenrauch und glitzernden Chromrüstungen, Schachteln und was? Ach so, Schlachten und mähen sich Dr. Chaos und Radon gnadenlos durch die feindlichen Reihen. Wer könnte sich schon der Macht eines mit Lasern bewaffneten Muskelbergs und dessen hitzigen Partner widersetzen, der sich in eine Wolke aus radioaktivem Gas verwandeln kann? Ich verrate es euch, niemand. Jedenfalls bis dato. Rose Tenorio und Matoni Elazar entführen uns in eine Computerspielwelt, die ihren Anfang im Bestseller Kibble und Scoop von Abe Forrest nahm. Schnallt euch an und macht euch bereit für ein macht euch bereit für eine Achterbahnfahrt der Gewalt, wie ihr sie sonst nur aus Comics kennt. Wer sich schon immer gefragt hat, wie die Action der Battery Arena ausgesehen haben hätte können werden tun wollen, für den ist Dr. Chaos und Radon ein absolutes Muss. Stürzt euch ins Gefecht! Okay, wo kann ich mich einschreiben? Wo ist der Spielautomat, mit dem ich Dr. Radon und Captain Bazooka spielen kann?
oder wie auch immer. Wo ist denn hier bitte? Ach so. Genau. Hallo und willkommen zu den Lokalnachrichten. Das Aratama Matsuri Festival steht unmittelbar bevor. Aus diesem Anlass sollen die Straßen von Night City durch besonders prunkvolle mehrstöckige Dashi-Festwagen belegt werden. Das Festivalprogramm umfasst unter anderem musikalische Darbietungen von echten Biwa-Virtuosen sowie traditionell dargebotene No-Theater-Vorstellungen. Der Sponsor des illustren Festivals ist die Arasaka Corporation. Und eine aufregende Neuigkeit. Selbst Hanako Arasaka hat angekündigt, dass sie an der Dashi-Parade teilnehmen werde. WNS News wünscht seinen Zuschauern ein entspanntes und fröhliches Matsuri. Ebenfalls. Night City. Schönes Matsuri. Achso. Reden wir jetzt mal über gestern? Ah, das sind Polizisten, okay. Okay. Sternsymbole sind NCPD-Scan-Delikte. Das NCPD bezahlt für deine Hilfe bei der Bekämpfung von Verbrechern. Fragezeichen sind Aufträge. Fixer kontaktieren dich, wenn du dich einem Auftragsort näherst. Und Handschlag heißt Fixer. Diese Vermittler informieren dich über Aufträge in der Nähe. Aha, okay. Verkaufen. Ich verkaufe mal Sachen. Zum Beispiel die Pistole hier. Und die Klamotten verkaufen wir, glaube ich, ganz viel. Moment mal, habe ich das dann nicht an eigentlich? Ist das nicht... Warum habe ich das nicht an? Ich dachte, ich habe das angezogen. Aber gut. Und den ganzen Chunk können wir auch gleich verkaufen. Für 72 Dollar. Benutzte Dildos, leere Dosen und zwei Schallplatten. Interessant, dass der benutzte Dildo genauso viel wert ist wie die Schallplatten. Hm. Na gut. Und die leeren Dosen. Ja, cool. Ich meine, wer hat 2077 noch einen Schallplattenspieler? Daran liegt es wahrscheinlich. Wird wahrscheinlich alles direkt ins Hirn runtergeladen. Aber stimmt, warum hatte ich die Jacke nicht an? Komisch. Mann, der Stunde. Hast ja ewig gebraucht. Hab vom Warten richtig Hunger gekriegt. Wartet mal kurz, ich habe gerade ein neues Item erhalten, stand da, aber ich glaube, das war nur meine Jacke, oder? Die ich zurückgekauft habe. Na gut. Lass mich nur kurz aufwechseln. Dann besuchen wir Senior Vector. Hätte nicht gedacht, dass du asiatisch magst. Dachte, das wäre dir zu exotisch. Wie meinst du? Was gibt's da nicht zu mögen? Denn, yep. Synth Roast Beef, yep. Bisschen Chili obendrauf. Und schon hast du Mama Wells berühmte Sopa de Fideos. Gestern hast du was von einer Überraschung gesagt. Erinnere ich mich richtig oder war ich high? Wahrscheinlich beides. Vergisst ja dauernd alles. Tja, sieht so aus, als hätte ich einen hübschen Job. Erzähl. Ich meine, vielleicht ist es auch nichts Großes. Aber das Ding kommt von einem gewissen... Wie war doch gleich sein Name? Ah ja, Dexter Deschamps. Der Topfixer in der ganzen Scheißstadt. Der fettärschige Gangster-Messias vom Afterlife. 300 Pfund. Vergoldete Coolness. Wie hast du das angestellt? Deine Niere angeboten oder so? Soweit ich weiß, sind wir nicht gerade Dex Typ. Wir beide nicht. Aber Tiba, sie hat den Kontakt hergestellt. Ich wusste schon, als sie mich sah, dass wir den Job haben. Ich meine, guck's dir an. Niemand kann diesem Kerl widerstehen, oder? Sicher, Jack. Wenn du meinst. Dexter Deschamps. Was redet man so über ihn? Ich weiß, du weißt was. Er hat die letzten 2 Jahre untergetaucht. Angeblich hat er sich eine kleine Auszeit genommen.
Zwei Jahre? Das klingt eher nach Exil als nach einer Auszeit. Was hat er da gemacht? Pizza in sich reingeschaufen und zu Hardcore-Virtus die Mamba gewürgt. Wichtig ist nur, er ist zurück und braucht eine neue Crew. Und? Okay, was ist das für ein Job? Kommen wir da auch lebend wieder raus? Unser Messias will dich persönlich sprechen. Unter vier Augen. Keinen Stress, aber der Deal hängt jetzt nur an dir. Soll ich gehen? Habt ihr ohne mich Strohhalme gezogen, oder was? Zibak und Dex kennen sich eine Weile. Und meine Visage ist nichts Neues. Dex will dich eben abchecken. Pass auf. Es ist sein Job, also gelten seine Regeln. Für jeden ein individueller Ansatz. Alles halb so viel. Vertrau mir. Dann habe ich wohl keine Wahl. Dex ist der Fixer vor dem Herrn. Versteh mich nicht falsch, ich hab nichts gegen Padre und Bakako. Aber Dex ist eine komplett andere Liga. Du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Ist doch immer dasselbe. Du bist irgendwo neu und der örtliche Fixer wedelt mit dem Schwanz und verspricht dir tonnenweise Jobs und Eddies. Und trotzdem bist du nur ein Name in seinem schwarzen Buch. Werkzeug, um ihm ein hübsches Stück von dem Kuchen zu verschaffen, den ihm der Kunde hinstellt. Klar, man säuft zusammen, aber am Ende geht's nur ums Geschäft. Mann, bin ich vollgefressen. Hab dein Auto dabei. War gestern in der Werkstatt, und die Beulen von unserer Begegnung mit den Scavs zu glätten. Ach so, die Suppe steht unterm Tresen. Ich dachte die ganze Zeit, der hat da noch eine Suppe stehen. Und habe mir gedacht, warum ist da eigentlich seine Suppe nicht? Und plötzlich liegt ein Ellbogen auf die Suppe. Und ich dachte mir, ist die Suppe da reingezeichnet oder was ist los? Aber das ist ein Glaskasten. Ja, jetzt verstehe ich das. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja. Danke, Jack. Weiß ich zu schätzen. Rufen wir mal unseren Wagen. Miguel hat mal wieder beste Arbeit geleistet. Da kommt er, glaube ich. Wie neu. Wird sich noch zeigen. Fahren wir jetzt, oder was? Lass uns das Baby in Aktion sehen. Komm. Warum ist das Auto eigentlich nur ein Smart Car, wenn ich es rufe? Und dann plötzlich nicht mehr. Ups, so ein bisschen wie Plötze. Kann sich überall hin teleportieren. Aber sobald man drauf sitzt. Nutzlos. Sowieso bei Weg vorbeischauen. Hab ein Date mit Miss D. Was du nicht sagst. Und oh, sie ist so süß. Versteht mich, weißt du? Oh, das war aber eine kurze Fahrt, leider. Naja, gut. Bald werden wir von der Leine gelassen. Dann dürfen wir ein bisschen erkunden und auf eigene Faust loslegen. Ihr seid nicht die Meister eurer Erinnerungen, denn eure Augen gehören euch nicht, oder? Nicht nur euch. Glaubt ihr wahrlich, dass die, die euch eure mechanischen Augen verkaufen, niemals selbst einen Blick wagen? Geralt. Gary. Gary, der Prophet. Davy. Hallo. Dr. Vector empfängt dich jetzt. Ich bleib so lange hier. Misty und ich haben uns viel zu erzählen. Du siehst fröhlich aus. Bin ich auch. Immer. Erleichtert das Leben. Die Welt als Wille und Vorstellung. Punkt, Punkt, Punkt. Also ein Auszug haben wir hier. Über dies alles nun aber ist der Tod die große Gelegenheit, nicht mehr ich zu sein, wohl dem, der sie benutzt. Während des Lebens ist der Wille des Menschen Unfreiheit. Auf der Basis seines unveränderlichen Charakters geht sein Handeln an der Kette der Motivation mit Notwendigkeit vor sich.
Nun trägt aber jeder in seinen Erinnerungen gar vieles, das er getan und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Lebt er nun immer fort, so würde er vermöge der Unveränderlichkeit des Charakters auch immer fort auf dieselbe Weise handeln. Demnach müsse er aufhören zu sein, was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein neues und anderes hervorgehen zu können. Daher löst der Tod jede Bande. Der Wille wird wieder frei. Denn im Esse, nicht im Operiari, liegt die Freiheit. Von Arthur Schopenhauer. Wir haben einen neuen Job.